Nee. Nee, du. Pff, egal. Ich falle sowieso runter. Oder stirbst durch die. Genau, du bist ja durch den Moonwalk da gestorben. Lass dir Zeit, Zeit hast du da genug. Wow. Wow. Nicht schlecht. Da musst du durchrutschen. Nee. Ja. Sehr gut. Und jetzt kommen wieder Waffeln. Deine Lieblinge. Was hast du jetzt vorgehabt? Du hast es... Oh, 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 oh. Oh. Mm. Schade. Hättest du dir wieder Zeit lassen können und dann wärst du einfach doch durchgerutscht. Aber war nicht schlecht. War nicht schlecht. So. Das Geile ist jetzt, ich kann mit dem Teil Geister töten. Cool. Und, Forms auch. Oha. Ich kann alles töten damit. Wenn ich's treffe. Natürlich. So, jetzt habe ich auch keinen Stress da. Wow. Aber ich glaube nicht, kann ich die Waffeln auch töten? Ich glaube nicht. Schade. Aber den Geister. Der mir genau in die... Nein, die sind eben noch durch. Aber ich kann sie mit der Tanuki-Statue töten, Hauptsache. So, und jetzt springen da. Ich wette, du wärst gestorben, wenn du da nicht rechtzeitig reagiert hättest. Ja. Ich glaube, ich kann den einfach eliminieren mit meinem... Super. Schau, er kommt. Cool. Selten bringe ich ihn so um. Selten habe ich den Hammerbruder so lange. Und da ist eine Brücke. So. Level 8. Ich glaube, wir machen noch das und dann hören wir auf. Also, ich meine jetzt die Welt. Ja. Nicht das Level. Aber dann haben wir drei Welten geschafft. Das tut's. Wie lang das Spiel sein kann, wenn man sich so anstellt wie wir. Vorsicht, Vorsicht, das sind die Fressenden, die hüpfen. Oh. Verdammt. Deswegen hättest du den Cooper da nehmen müssen. Oder ich kann sie auch mit meinem Hammer, meinen Hämmern umbringen, aber na. Zack, zack und Pflanze gleich tot. Boing. Ups. Na, egal, ich bin so imber mit... Ja, schön. Du bewegst dich, aber das ist ja egal. Du! Du! Egal, ich habe ja eh noch einen Ersatz, also... Alles halb so wild. Jetzt kann ich wieder ein bisschen rumfliegen. Ein Haar. Was auch immer das bedeuten soll. Aber ich weiß... Da... Moment, ich glaube, das ist da. Ja. Was man nicht alles findet, wie dann langweilig ist. Hui! Ja, da wäre ein P-Switch gewesen und da hätte ich oben einen riesigen... Nein! Wow! Das mache ich. Aber im letzten Moment noch umgedreht. So. Das Eislevel ist ziemlich lang, kann man sagen, also von der Stage, vom Stage-Aufbau her. Da haben wir noch ein Schloss, also eine Burg. Da hätte ich gerne wieder den Frosch. Weil das ist ja ein Unterwasser-Level. Aber wenn du es richtig machst, dann kannst du alles abfackeln. Unter Wasser, wie logisch. Vorsicht, der Kleine kann dir noch wehtun. Okay, der. Diese blauen Manscher sind Pil. Okay. Oh, 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 oh. Knall ihn ab.
Da wäre nämlich eine so eine geheime Röhre gewesen, wenn du mit dem Frosch da durchgekommen wärst. Ah. Da kannst du. Ja. Genau. Halb so schlimm. Ja, da musst du ganz vorsichtig nach links. Oder was? Ja, na, lass es. Was willst du jetzt tun? Nein, ich hab keine Ahnung. Ah! Spring! Verdammt. Warum bist du nicht gesprungen? Du warst knapp vom Ziel. Naja. Ich überlasse dir das Level jetzt. Achso, ich brauche hier nichts. So. Das ist mein Lieblingslevel. Von hier. Auch wenn ich da jetzt derbe abgekackt bin, aber. Das lässt sich ja alles wieder gerade biegen. Doin. Ganz ruhig. So, erstmal alles vorbereiten. Der hilft mir schon dabei. So, unten durch. Das ist ziemlich tricky, aber ich finde es gut gemacht. So. Die da unten darf ich nicht abfangen. Das sind nämlich diese Mancha-Pflanzen. Also die Fresspflanzen. Warum hast du jetzt eigentlich diese Ranke nicht genommen? Willst du schon sehen, was ich meine? Das ist alles geplant. Das sind P-Switch-Mancha, die sind ja blau. Das heißt, man kann es mit einem P-Switch entfernen. Aber ich finde das so gut gemacht, ich habe auch etwas gebraucht, bis dass ich das gesehen. Nein! Hä? 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 Das ist nicht wahr! Nein, ich bringe mich deswegen jetzt auch nicht um. Nö. Jedenfalls wäre. Hätte man da das. Wo ist der Cooper da? Aktivieren können. Ich müsste schnell darüber, dann da rein und da wäre ein Hammerpuder drin gewesen. Ah. Aber irgendwie wollte das nicht so ganz. Und dieser Sprung ist mies. So. Und ich sehe nichts. Na egal. Und. Sternchen. Stern. So, jetzt du nur noch die 9, wenn du es schaffst. Wünsch mir Glück. Ja. So, Stern, Stern, Tanuki. Und jetzt, go. Dran. Stern voll nutzlos. Lass dir Zeit. So. Vorsichtig. Bitte. So. Oh Gott, Präzisionssprünge. Selbe Stelle. Continue. Yeah. Okay, es ist Level 9. So. Ich könnte dir das immer noch überlassen. Ich mach dir heil das Schloss. Das ist für den 3 das fieseste. Wie man sehen kann. Wow. Nein, wenn ich da jetzt da runter durchgeflutscht wäre, wäre es böse ausgegangen. Ich sehe den dummen Geist nicht. Okay, gerade noch gerade. Wo kommt der jetzt her? Und der ist auch fies. So. Und das ist die fieseste Stelle hier.
zwei Waffen und zwei so dumme Geisterhügel, die ich jetzt irgendwie überlebt habe. Ich glaube, das war es noch nicht mal. Boah. Ich dachte mir schon, ich hätte es verbaut. Ich bin nur mit dem Kopf drin. Oh, ist das eine dumme Konstellation. Einmal. Zweimal. Und dann lasse ich jetzt etwas laufen. Klasse. Puh. Oh yeah. Boom. So, du hast noch Level 9. Das schaffst du schon. Natürlich. Sieh dir das an, alles ist sonst voller M. Ein L will ich da schon sehen, das hast du ja bei Welt 5 auch geschafft. Schwimmt jetzt durch die Welt und schafft es jetzt. Und wenn nicht, dann werde ich ihn auslachen. Oh ja, werd ich. Aber das sieht ja ganz gut aus. Er hat gefailt. Hat durch meine Gesangseinlage etwas irritiert? Okay, jetzt will ich aber was ausprobieren. Ich habe zwei P-Flügel, das kann ich verkraften. Wie geil! Was wäre da in dem Block drin gewesen? Stämmchen! Ich glaube nur Münzen. Oder ein Leben. Ja, warum kompliziert, wenn es... Oh, wenn es auch einfach geht. Du hast ja keinen P-Flügel mehr gehabt. Leider. Der letzten, den du ja benutzt hast, war ja bei Roy, oder? Oder hattest du noch einen davor? Boah, kann sein. Egal. So, das N ist wieder da. Wie viel auf du? Nur du hast es. Immer nur du. Ich versuche einfach irgendwie. Oder wo ist der? Ist der hier? Nee. Der Stern? Nee. Keine Ahnung. Hier. Egal. Nee. 10. Der war nicht da. Was bekommt man überhaupt bei dem Kartenspiel? Ja, man bekommt immer das, was man aufgedeckt hat. Und ein Monty Marwurf. Der eigentlich erst in Super Mario World vorkommt. Ah ja, viel Glück. Und es laggt nicht mal. Oh. Jetzt habe ich es verschrien. Okay. Spring, spring. Oh. Verdammt. Versprung. So. Oh, es fetzt da voll weg und du fetzt auch gar bis zum Start. Oh, ist gleich bei mir schön. Dann mache ich ein 4 zu 2 daraus. Puh, ich brauch das nicht. Praktisch, wenn man sowas hat. Okay, jetzt nur nicht den Schwanz verbrennen. Ah, mit dem Waschbär ist doch alles so viel einfacher.
So. Nö, 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 nö. So. Cool. Erster Ball. Ja, der ist ein Witz eigentlich, dieser Gegner. Er schwingt hin und her und schießt seine Bälle rum, aber nichts Besonderes. Jetzt kommt er gleich wieder auf mich zu. Gibt es eine maximale Anzahl an Kugeln, die er verschießt, oder? Weiß ich nicht. Moment, kann ich... Oh, das konnte ich in der Advanced-Version schon, den Stab in der Gegend rumfetzen lassen. Oh Gott, ich falle schon wieder. Es steht 4 zu 2. Bom. Oh, thank you. I'm back to my old self again. Thank you so much. Here's a letter from the princess. Oh Gott, so viele Briefe. Noch ein P-Flügel. Hat sich das ja ausgezahlt. So, ich glaube, wir lassen es jetzt mal bleiben. Wir sind weit gekommen, wir haben 3 Welten gemacht. Echt schon 3? Ja, 4 bis 7. Obwohl, 4? Na ja, 4 bis zur 7. Welt anfangen. Okay, ja, sind 3 Level. Ah, Welten. Tja. Danke, dass du dabei warst. Natürlich. Hat mich sehr gefreut, vor allem mit deinem Nervenkitzel-Parts, mit dem Turm und... Oh Gott, ja. Es war wirklich witzig. Und ja, die 7. Welt ist auch... Ich glaube, ich würde sagen, 4, 6 und 7 sind meine Lieblingswelten. Okay. Irgendwelche letzten Worte? Tschüss. Okay, ja, ganz simpel. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Gaudimann.